Da war ich mit einem jüngeren Mann in der Max-Oppenheimer-Ausstellung. Zufälligerweise war das dieser jüngere Mann, der auf meine Frage, warum so viele Bilder vom Oppenheimer, vor allem Musikbilder vom Oppenheimer, oval gerahmt sind, geantwortet hat: Das wirkt wie eine Linse. Und ich denke, dass auch hier es wie ein Konzentrationsmittel ist auf die Person. Heute haben wir den 11. Dezember. Genau. Und wir zeigen ein sehr frühes Bild, eigentlich fast nicht das früheste in dem Adventkalender, aber definitiv eines, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Richtig. Und zwar stammt es von Johann Peter Kraft. Der wurde von einem sehr berühmten Kunsthistoriker um 1900 einmal bezeichnet als die steinerne Stufe des Realismus. Ganz kurz nur, Beginn des 19. Jahrhunderts war ja der Übergang von der eher stilisierten Malerei des Klassizismus hin zu einem neuen Schaum, zu einer neuen realitätsbezogenen Malerei. Wir sind hier 1820. Hier hat er das Bild signiert. Und datiert. Peter Kraft Pinksit, Wien, 1820. Und es handelt sich um ein Porträt. Ja. Was können wir anhand des Bildes schließen auf die Person? War das, glaubst du, ist das eine, wir wissen nicht, wer die Dargestellte ist. Geht es hier um einen Stand, um ein repräsentatives Porträt? Ja, auf jeden Fall. Also die Bilder dieser Art konnte sich nur die, ich würde mal sagen, Aristokratie leisten. Es gab zwar schon damals gehobenes Bürgertum, aber sich den Johann Peter Kraft als Porträtisten auszusuchen, war schon Zeichen von sehr, sehr, sehr guten finanziellen Verhältnissen. Und das, was sie da trägt, spricht auch dafür, weil das ist ein kostbarer Seiden. Tüll und Spitzengeschichte. Interessant ist, dass sie hoch Empire, dieses hochgeschnürte Kleid, mit diesem wunderbaren Stoff, der nicht ausländisch ist, sondern wahrscheinlich, so wie das ausschaut, aus dieser Linzer Manufaktur stammt, die Beginn des 19. Jahrhunderts angefangen hat, hier Stoffe zu weben und Stoffe auch zu bedrucken, mit großer Berühmtheit. Sie ist auch sehr elegant in ihrer Positionierung, wenig psychologisierend. Also hier wird jetzt nicht über den Charakter dieser Frau, sondern sehr viel mehr über ihren gesellschaftlichen Stand und über die Repräsentationsfähigkeit ausgesagt. Warum oval? Oval gab es einmal eine wunderbare Interpretation, da war ich mit einem jüngeren Mann in der Max-Oppenheimer-Ausstellung. Zufälligerweise war das dieser jüngere Mann, der auf meine Frage, warum so viele Bilder vom Oppenheimer, vor allem Musikbilder vom Oppenheimer, oval gerahmt sind, geantwortet hat: Das wirkt wie eine Linse. Und ich denke, dass auch hier es wie ein Konzentrationsmittel ist auf die Person. Diese, und es ist ja auch wirklich, ja, sie ist nicht aus der Mitte gerückt, sondern sie steht im Zentrum. Das Ganze auch in diesem klassischen, wunderbaren Originalrahmen, dessen Restaurierung mehr gekostet hat als zwei neue Rahmen. Aber man muss auch sagen, zum Thema Oval, wer jetzt glaubt, dass das Bild tatsächlich nur ein ovales Bild ist, der irrt sich. Es handelt sich um ein rechteckiges Bild. Es wurde nur der Ausschnitt so gewählt, das passt durch die Rahmung. Ja, und auch die Malerei. Es ist also da hinten zwar Öl als Leinwand, aber nichts bemalt. Nicht bemalt, genau. Der Kraft gehört, wie gesagt, zu den wesentlichen frühen Künstlern. Er war selbst in Paris im Atelier von Jacques-Louis David und hat dort ein bisschen auch mitgebracht, 12 Jahre zuvor, den typisch klassizistischen Stil des frühen 19. Jahrhunderts. Ein ungewöhnliches Bild, ein Sammlerbild. Sehr elegantes Bild mit einer absolut ansprechenden Qualität, das eines dieser Kunstwerke ist, die auf der einen Seite dekorieren, auf der anderen Seite eine ganze Zeit zu darzustellen imstande sind und insgesamt einfach ein schöner Anblick. Ein schöner Anblick gehört zu unserem Portfolio dazu, zu unserem Angebot und deswegen auch hat er auch der Kraft seinen Platz in unserem Adventkalender verdient.